Ein Internetriese, Börsenwert 100 Milliarden Dollar, aber trotzdem kennt die Aktie fast keiner. Und das ist ein bisschen schade. 100 Milliarden Dollar sind zwar viel, aber wenn man sich den Konzern so anschaut, wo der überall beteiligt ist, dann kommt einem das Unternehmen eher günstig bewertet vor. Und darum geht es heute um diesen eher unbekannten Internetwert. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Hallo zusammen, wir sprechen heute über einen sehr großen Internetkonzern, der aber nicht sehr bekannt ist. Und zwar über Naspers. Naspers, also nicht Napster oder sowas, sondern Naspers. Ich weiß jetzt nicht, ob Naspers wirklich ein Geheimtipp ist, aber ich habe zumindest mit ein paar Leuten gesprochen und die haben die Aktie nicht gekannt. Und warum ist Naspers nicht so bekannt? Naspers kommt aus Südafrika, ist zwar weltweit aktiv, aber der Hauptsitz ist in Kapstadt. Was ist das für ein Unternehmen? Naspers ist eigentlich ein Zeitungsverlag gewesen, ist gegründet worden in Südafrika 1915, aber die haben sehr früh in andere Bereiche investiert. Also in den 80er Jahren, da ging es los mit Pay-TV, dann in den 90er Jahren Telekoms, Mobilfunk und so weiter, da wurde dann investiert. Also immer in Dinge, die eben zukunftsträchtig waren, die Wachstum versprochen haben. Da ist man dann eingestiegen und hat sich dadurch auch schneller verändert als viele andere Medienkonzerne. Und ab 2000 ungefähr, da sind dann die Internet-Investments gekommen, die großen. Und heute kann man sagen, heute ist Naspers eine Internetbeteiligungsgesellschaft, Online-Medien, Internet-Geschäftsmodelle, Internet-Seiten, solche Dinge. Naspers hat zum Beispiel 11% an Delivery Hero, dem Lieferdienst, der ja in Deutschland gelistet ist. Dann 29% an Mail.ru. Mail.ru ist auch ein interessantes Unternehmen, ist eigentlich Russlands Facebook, kann man sagen. Und dann hat Naspers noch 44% zum Beispiel von Make My Trip. Das ist in Indien das größte Reise-Internetportal für Hotelbuchungen und so weiter. Auch ein interessanter Markt. Aber der Jackpot, das war 2001, der Einstieg bei Tencent in China für 32 Millionen Dollar. Das war damals eine Menge Geld, weil Tencent hat ja damals keiner gekannt eigentlich. Aber im Nachhinein natürlich ein riesiger Erfolg. Tencent ist ein Internet-Gigant heute, ist das wertvollste Unternehmen in Asien. Wir haben ja über Tencent hier auch schon mal einen Beitrag gemacht auf Zukunftsmärkte. Tencent hat WeChat, Tencent hat wahnsinnig viele Nutzer in China und expandiert in alle möglichen Bereiche und der Börsenwert von Tencent ist 450 Milliarden Dollar momentan. Und da sind wir dann auch gleich wieder bei Naspers und zwar bei der Bewertung. Ich habe ja gesagt, Naspers ist 100 Milliarden wert an der Börse ungefähr, also genau genommen 108 Milliarden. Momentan Tencent ist 456 Milliarden Wert in Dollar. Ich mache das jetzt alles in Dollar, das ist einfacher. Und Naspers hat davon 31%. Das heißt, allein der Tencent-Anteil ist 141 Milliarden Dollar wert. Und dann haben wir aber noch die anderen börsennotierten Beteiligungen, die habe ich ja gerade erwähnt. Da ändert sich der Wert jeden Tag, aber über den Daumen gepeilt würde ich sagen, sind das nochmal ungefähr so 3,5 Milliarden Dollar, die kommen oben drauf und dann haben wir aber noch Netto Cash, also abzüglich Schulden. Letztes Jahr, da hatte Naspers noch Schulden, aber dann haben sie schnell mal 2% Tencent-Anteile verkauft und jetzt sind sie schuldenfrei und die Nettobarmittel, die sind jetzt auch noch mal bei 1,7 Milliarden Dollar. Also hier noch mal ein dünner Strich, der auch noch mal oben drauf kommt. Und dann gibt es aber noch viele Beteiligungen, die nicht börsennotiert sind. Da lässt sich nicht so leicht sagen, was die wert sind. Es gibt aber zum Beispiel die OLX Group, das ist ein
Kleinanzeigenportal, aber ein großes Kleinanzeigenportal, ist aktiv in Afrika, in Indien, in Brasilien. Dann haben wir MultiChoice, das ist Pay-TV, vor allem in Afrika. Auch ein ertragsstarkes Geschäft eigentlich. Operativer Gewinn immer so bei 800 Millionen Dollar in letzter Zeit. Und dann haben wir aber noch viel mehr Beteiligungen, über 20. Das sind kleinere Beteiligungen meistens, also Bezahl. Dienste, Portale, Lieferdienste. Ein paar verdienen Geld, ein paar verdienen kein Geld, wie das immer so ist. Aber es sind auf jeden Fall zusätzliche Werte da, die wir nur nicht so leicht beziffern können. Aber was wir schon mal ganz sicher haben, das ist eben der Tencent-Anteil. Dann haben wir die anderen börsennotierten Beteiligungen und dann haben wir das Cash. Das sind momentan 146 Milliarden Dollar. Das ist Naspers Wert theoretisch zu den momentanen Kursen. Aber an der Börse ist Naspers selbst, wie gesagt, nur mit 108 Milliarden Dollar bewertet. Das war der Börsenwert vom Freitag. Das heißt, wir haben eine Lücke von 38 Milliarden Dollar, 36% Kursabschlag auf den inneren Wert und ohne dass jetzt die anderen Beteiligungen, die über 20 Beteiligungen, die nicht börsennotiert wären, da berücksichtigt sind und die sind ja trotzdem auch werthaltig, haben wir gesagt. Und da kann eigentlich keiner sagen, das wäre hier keine Unterbewertung oder es wäre nicht spannend oder interessant. Und das sind eben so die Späße. Sowas haben wir in den Emerging Markets öfter mal. Also Aktien, die stark unterbewertet sind oder Aktien in bestimmten spannenden Konstellationen. Das bringen wir hier alles gar nicht unter auf YouTube. Das schaffen wir nicht. Aber mehr davon, wenn Sie davon mehr haben wollen. Es gibt ja noch unsere Reports, die Zukunftsmärkte-Reports auf www.zukunfts-märkte.de. Die sind auch kostenlos ist unser Angebot an Sie, kostet nichts, einfach anmelden. Der Anmeldelink ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. So, warum diese Unterbewertung? Unterbewertung um 38 Milliarden Dollar unter dem inneren Wert. Es gibt natürlich immer sowas wie einen Holding-Abschlag bei Beteiligungsgesellschaften, die notieren oft unter ihrem inneren Wert, selten drüber. Und dieser Holding-Abschlag erklärt das vielleicht zum Teil, er erklärt jetzt aber sicherlich nicht alles. Was noch ein Punkt ist, ist Südafrika. Naspers ist in Johannesburg der größte Wert an der Börse, aber es ist eben Südafrika. Und da kriegt die Aktie vielleicht nicht immer die Beachtung, zumindest von den internationalen Investoren, die Beachtung, die sie vielleicht verdienen würde. Und was die südafrikanischen Investoren betrifft, die haben ein Problem, zumindest die institutionellen. Naspers ist nämlich ein Schwergewicht und wenn man institutioneller ist, dann darf man unter Umständen in eine einzelne Aktie gar nicht so viel investieren, was die Gewichtung entsprechen würde eigentlich. Also die Institutionellen sind meistens untergewichtet bei Naspers in Südafrika, weil sie eben irgendwann mal aufhören mussten zu kaufen. Das spielt schon eine Rolle. Ich würde das Ganze nur nicht überbewerten vielleicht, weil es gibt auf der anderen Seite auch andere Le Anleger in Südafrika, private Anleger vor allem, die investieren sehr gern bei Naspers, weil Naspers ist nämlich nicht abhängig von der südafrikanischen Wirtschaft und man investiert da außerhalb des eigenen Währungsraums auch. Und das war ja alles nicht so toll in Südafrika in den letzten Jahren. Deswegen war Naspers interessant. Aber grundsätzlich der Standort Südafrika ist vor allem für die institutionellen und internationalen Investoren nicht optimal. Und das wird sich jetzt aber wahrscheinlich ändern. Naspers will jetzt nämlich alle Internetbeteiligungen inklusive Tencent ausgliedern, abspalten, zusammenfassen und extra an die Börse bringen, und zwar in Amsterdam an der Euronext. Und das ist der Plan. 25% davon werden dann verkauft, das bringt dann auch noch mal Geld in die Kasse. Aber man hofft da natürlich vor allem, dass man eine bessere Bewertung bekommt durch diese Abspaltung. Man hat dann diese Internet-Holding, das ist ein klareres, klarer umrissenes Geschäftsmodell und man hat dann eben hoffentlich auch eher die Technologieinvestoren, die sich mit sowas auch beschäftigen.
Dieser Plan könnte aufgehen, dass man dann idealerweise eine höhere Bewertung endlich bekommt für die Internet-Geschäftsmodelle. Das heißt, wir haben hier durchaus eine Chance durch diese Transaktion auf eine höhere Bewertung in näherer Zukunft. Aber was auch klar ist, wovon Naspers wirklich abhängt, das Wichtigste ist die Beteiligung an Tencent. Und das heißt eben auch, wenn es bei Tencent gut läuft, dann läuft es bei Naspers gut und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist einfach so. Die Abhängigkeit vom Wert von Tencent ist enorm hoch. Aber es gibt Anleger, die Tencent sowieso haben, die sowieso bei Tencent investiert sind, ist ja auch ein spannender Wert. Und wenn man die Aktie hat, dann kann man sich durchaus mal überlegen, ob man da nicht mal Tencent-Aktien eintauscht gegen Naspers-Aktien. Weil wie gesagt, wer Naspers hat, der hat auch Tencent, aber er kriegt noch einiges andere mit oben drauf, ohne dass er zusätzlich was dafür bezahlen müsste. So viel dazu. Wir bleiben in China nächste Woche. Da machen wir aber nicht so was Hochfliegendes wie Tencent, sondern eher ein paar bodenständige Aktien. Aktien, die günstig bewertet sind. Der ganz normale Markt in China, der ist ja relativ günstig bewertet. Und wir schauen uns da jetzt nächste Woche vor allem mal nach hohen Dividendenrenditen um. Also Dividendenkracher aus China nächste Woche hier. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, abonnieren Sie am besten den Kanal. Dann noch auf die Glocke drücken, dann wissen Sie auch sofort Bescheid, wenn der neue Beitrag da ist. Und nicht vergessen, wer noch mehr Analysen und Tipps und Hinweise will, es gibt unsere Reports. Anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Ich hoffe, das mit Naspers war jetzt schon mal interessant für Sie. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dividendenstarken Aktien aus China, wie gesagt. Also vielleicht bis nächste Woche, würde mich sehr freuen. Und natürlich wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen.